Hey, mein Name ist Sandra und ich bin heute bei Handwerk ist Zukunft. Hey, mein Name ist Sandra und ich bin wieder bei Handwerk ist Zukunft. In der heutigen Folge geht es um ein sehr spannendes und wichtiges Thema: Mitarbeiterbindung. Ich habe jetzt den lieben Olli neben mir sitzen. Olli, stell dich doch mal vor, was machst du und wer bist du? Ja, ich bin für das Thema Belegschaft versorgen zuständig. Das sind alle Personenversicherungen im Gewerbebereich. Mhm. Da gibt es drei große Themenfelder. Das ist einmal die betriebliche Unfallversicherung, die betriebliche Krankenversicherung und die betriebliche Altersvorsorge. Thema Fachkräftemangel. Wie schätzt du das im Handwerk ein? Das ist ja ein ganz großes Thema momentan. Das ist so. Seit vielen Jahren merkt man das. Das Handwerk hat goldene Zeiten. Die Auftragsbücher sind gut gefüllt. Und die Arbeitgeber sagen, das einzige Problem ist eigentlich, dass wir zu wenig Mitarbeiter haben, um die Aufträge abzuarbeiten. Handwerk hat goldenen Boden, hat man ja damals schon gesagt, ne? Aber momentan ist Goldgräberstimmung, sag ich immer. Ja. Ist ja tatsächlich so. Die Gesellschaft muss einfach verstehen, dass das Handwerk modern geworden ist. Dass es gar nicht mehr so verstaubt ist wie damals, ne? Ja, die Attraktivität scheint nicht auszureichen, um genug junge Leute dafür zu begeistern. Mhm. Das liegt daran, dass sowas wie nach der Schule noch zu studieren wohl eine höhere Attraktivität hat. Leider. Und das macht es schwierig, da gute Leute zu finden. Also, wir müssen ganz viel Werbung für das Handwerk machen. Das ist richtig. Um neue Leute zu gewinnen. Genau, und das tut man sicherlich, wenn man ein vernünftiges Gehalt in den Fokus stellt. Das ist natürlich ein wichtiges Magnet. Aber, und das ist auch deutlich spürbar, die wissen immer mehr, es geht hier, gibt hier einen Arbeitnehmermarkt. Also die wissen um ihre Attraktivität. Die fordern auch noch immer wieder andere Dinge ein als das Gehalt. Und da ist dann das, was ich anbiete, diese drei Themenfelder, das sind Möglichkeiten, wo der Arbeitgeber sich vielleicht noch mal ein Stück weit von den anderen abheben kann und sagt, hör mal, du kriegst bei mir nicht nur ein gesundes Gehalt, sondern du wirst auch bei uns mit einer tollen Altersvorsorge versorgt. Oder wir haben auch eine betriebliche Krankenversicherung. Ich will das nicht zu hoch aufhängen, aber das gibt den Arbeitgebern schon noch ein Stück weit die Möglichkeit, den Arbeitnehmer vielleicht auch ein bisschen emotionaler an das Unternehmen zu binden. Mhm. Das ist die Idee bei den Sachen, die ich da anbiete. Ja. Und was meinst du, was sind die häufigsten Gründe, weshalb ein Handwerker das Unternehmen verlässt? Wenn du bist ja direkt an der Quelle. Ja, die werden schlichtweg abgeworben. Echt? Also, ja, es gibt Großbaustellen, wo längst nicht nur ein Elektriker tätig ist, sondern vielleicht zwei, drei Firmen. Mhm. Und wenn da zum Beispiel ein Bauleiter in einer exponierten Position arbeitet und der ist gut, dann ist das ganz normal, dass andere Firmen auf den zugehen und dem wird angeboten, Dienstwagen, 200, 300, 400 Euro mehr brutto. Und selbst dann, wenn die sich wohlfühlen bei ihrem aktuellen Arbeitgeber, das kann man auch ein Stück weit nachvollziehen, sagen die, hey, ich habe Verantwortung, ich habe Kinder, das ist Geld, das muss ich mitnehmen. Und es gibt natürlich auch sehr häufig den Grund, dass sie sagen, mir fehlt aber grundsätzlich die Wertschätzung durch meinen Arbeitgeber. Dass das er sagt, ich fühle mich nicht wohl, ich arbeite 8 Stunden am Tag, das ist eine wichtige Zeit in meinem Leben und auch viel Zeit von meiner Lebenszeit. Und da möchte ich mich auf jeden Fall mit den Kollegen gut verstehen. Ja. Und dann ist es klar spürbar, dass der Chef, so wie er, sagen wir mal, sein Unternehmen lebt, dass das auch Auswirkungen hat darauf, wie die Leute untereinander miteinander umgehen. Das ist spürbar, auf jeden Fall. Finde ich auch super wichtig. Also Wertschätzung, finde ich, steht bei mir persönlich an erster Stelle. Aber wie du gerade schon gesagt hast, mit Abwerben, also das zeigt dann ja richtig, dass man Handwerk richtig Geld verdienen kann, wenn man gut ist. Ne? Das glaube ich ganz sicher. Also ich habe natürlich auch die Situation, dass ich viel mit den Gehältern der Handwerker zu tun habe. Das hat man immer dann, wenn man sich mit der betrieblichen Altersvorsorge beschäftigt, weil das läuft ja alles über das Gehalt. Und da ist auf jeden Fall sichtbar, dass wenn jemand ein paar Jahre dabei ist und gute Arbeit liefert, dass er auch wirklich ein gutes Einkommen generiert. Auf jeden Fall. Bin ich ja froh, dass ich den richtigen Job gewählt habe und Handwerkerin bin.
Was kann ein Chef denn tun, um seine Mitarbeiter zu halten und vor allen Dingen, um neue Mitarbeiter zu gewinnen? Das ist, hast du da irgendwie eine grandiose Idee? Also die ist so grandios, wie sie einfach ist. Das Wichtigste ist sicherlich das Gehalt. Ja. Wenn du ein gutes Gehalt anbietest, steigert das immer deine Attraktivität. Aber natürlich ist, was das Gehalt angeht, irgendwann auch das Ende der Fahnenstange erreicht. Und das ist dann der Bereich, in dem ich tätig werde oder wo ich dann auch Kreativität in das Unternehmen reintrage, indem ich sage, hey, ich habe hier drei Themenfelder, die wir vielleicht anbieten können, die, ich will es jetzt nicht zu hoch aufhängen, aber tatsächlich eine gewisse emotionale Bindung an das Unternehmen mit sich bringen. Mhm. Also wenn du als Arbeitgeber 100 Euro Lohnerhöhung gibst, dann sind das mit Lohnnebenkosten 120 Euro. Bei dem Arbeitnehmer landen ja 65, 70 Euro im Portemonnaie, je nach Steuerklasse. Ja, das stimmt. Und das hat, ich weiß gar nicht warum, eine relativ kurze Haltwertzeit, das als Leistung anzusehen. Wenn man aber dieses Geld zum Beispiel nimmt und sagt, hey mal, ich möchte dich jetzt im Bereich der betrieblichen Krankenversicherung, also das Thema Gesundheit spielt da mit rein, was natürlich immer emotional belegt ist. Wir haben in der betrieblichen Altersvorsorge die eigenständige Berufsunfähigkeitsversicherung. Also auch alles wichtige Themen, die dann am Ende dazu führen, dass der Arbeitnehmer sich sehr wohl zweimal überlegt, ob er vielleicht wegen ein bisschen mehr Gehalt beim anderen Arbeitgeber sofort wegrennt. Weil das sind so Sachen, die, ja, Flankierungen, wo der Arbeitgeber die Möglichkeit hat, sich nochmal ein bisschen von den anderen abzuheben. Guck mal, wusste ich tatsächlich gar nicht, dass es solche Möglichkeiten überhaupt gibt. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und vor allen Dingen für die guten Tipps und für das nette Gespräch. Sehr gerne. Mit dir. Ich nehme auf jeden Fall sehr viel mit nach Hause. Vielen Dank. Gerne. Das war 3 Fragen aus dem Handwerk zum Thema Mitarbeiterbindung. Vergesst nicht zu abonnieren, lasst einen Daumen nach oben da und folgt uns auf den Social-Media-Kanälen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi.